Frau Silberbauer, Sie sind hier ganz neu auf der ConHit. Stellen Sie mal bitte Ihr Projekt vor. Sehr, sehr gerne. Also unser Firmenname ist Harmony & Care. Wir sind aus Österreich. Wir haben damit angefangen, kurzum ist es vielleicht Parship, akademisch fundiertes Parship für die 24-Stunden-Betreuung. Also wir sind selber auf die Idee gekommen vor circa 4 Jahren, wo ein Mitgründer von mir beide Eltern selbst in 24-Stunden-Betreuung hatte und eben gesehen hat, dass es zwar oft fachliches Matching durch die Agentur gibt, also welche Betreuungskraft hat zum Beispiel mit einem bettlägerigen Menschen was zu tun gehabt, aber psychosozial wird gar nicht geschaut, ob die Betreuungskraft, die eigentlich sehr, sehr lange aus Rumänien oder Polen anreist, überhaupt zum Patienten passt. Bei seiner Mutter gab es dann innerhalb von 3 Monaten 10 Betreuungswechsel und er hat sich gedacht, das muss doch anders gehen. Hat dann mit der Uni Klagenfurt kurzum mit dem Psychologie-Department einen Test entwickelt und einfach mal geschaut, gibt es da valide Ergebnisse in dem Bereich oder kriege ich nichts raus und lassen wir es einfach bei der Idee und kann das eigentlich dann nachher nicht vermarkten. Wir haben dann einfach gesehen, es gibt valide Ergebnisse, also wir können damit dann einfach den Test runterbrechen von 300 Fragen auf 80 Fragen und sind seit letztem Jahr im Verkauf mit dem Produkt. Es ist generell so, und zu unseren Kunden gehören Agenturen, die 24-Stunden-Betreuung anbieten. Die sagen, ja, wir möchten innovativ sein, wir möchten Qualität anbieten. Die können unsere Plattform nutzen. Die testen ihre Betreuerinnen aus. Vorab müssen sie natürlich schauen, wer passt zum pflegerischen Profil zum Patienten. Und dann zum weiteren Schritt kann man natürlich damit feststellen, wer passt wirklich psychosozial auch zum Patienten. Und dann kommt die Betreuerin, also von Rumänien, Ungarn, von wo auch immer, zum Patienten nach Hause. Es ist natürlich ein Mitentscheidungsrecht auch da beim Patienten und nicht, dass nur alleine die Agentur entscheidet, sondern der Patient hat einfach ein Mitentscheidungsrecht. Die Pflegekräfte bekommen ja einen Fragebogen vorgelegt. Und was für Fragen kommen da zum Beispiel vor? Also die Betreuungskräfte machen den Test einmal zuerst in ihrer Muttersprache, weil wir einfach gesehen haben, wenn sie den Test auf Deutsch machen, sind die Sprachkenntnisse meist nicht gut genug, dass sie das verstehen und auch ausfüllen können. Es gibt 4 Teile bei uns im Test, aber einfach ein paar Beispielsfragen. Also wo ist die Betreuungskraft aufgewachsen? Eher in der Stadt oder eher am Land? Hat sie zum Beispiel Geschwister? Hat sie Kinder? Ist sie generell religiös? Dann fragen wir auch also Persönlichkeitsgruppen ab, wo wir zum Beispiel fragen, bist du eher eine Person, die gerne rausgeht, die gerne Sport betreibt, die gerne gartelt? Bist du aber eher lieber drinnen? Liest du lieber Bücher? Schaust du lieber fern? Dann fragen wir auch zum Beispiel so Sachen, bist du lieber in einer Gesellschaft? Also warst du früher in Vereinen tätig, vielleicht auch in leitenden Positionen? Oder bist du lieber eher alleine und hast dich mit verschiedensten Ideen und so weiter politisch beschäftigt? Wir fragen auch zum Beispiel, bist du extrovertiert, bist du introvertiert? All solche Sachen fragen wir die Betreuungskraft, aber auch natürlich den Patienten. Aber in der 24-Stunden-Betreuung ist es sehr, sehr oft so, dass der Patient die Fragen natürlich nicht mehr beantworten kann, weil er bettlägerig ist. Deswegen sind wir da auf die Hilfe von Töchtern, Söhnen und so weiter angewiesen, die im besten Fall diesen Fragebogen gemeinsam mit Vater oder Mutter, die dann eben Betreuung und Pflege brauchen, ausfüllen. Damit nimmt man auch die Angehörigen irgendwie mehr ins Boot und in den Auswahlprozess und die fühlen sich dann auch zufriedener generell mit der Situation. Und dann schauen wir eben, welche Betreuungskräfte sind gerade frei verfügbar in einer Agentur. Und dann schauen wir eben, welche am besten zur Persönlichkeit vom Patienten passt. Und dann wird sie erst eben nach Deutschland geholt aus Rumänien und Polen. Das heißt einfach weniger Betreuungskräftewechsel, weniger Transportkosten und so weiter. Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Also finanziell ist es einfach so, dass es meistens die Agenturen einfach vergüten. Also die Agenturen sind ja auch unsere Kunden. Das heißt, die zahlen uns einfach ein monatliches Entgelt und die entscheiden dann eigentlich schlussendlich, übernehmen sie selbst die Kosten als Marketingbudget, als einfach Verbesserung der Leistung oder geben sie einen Teil dieser Kosten an den Patienten bzw. an die deutsche Familie weiter. Wie sieht das Ganze dann technisch aus? Also generell zum technischen Ablauf, es ist so, dass jede Agentur oder jeder Anbieter der 24-Stunden-Betreuung einen Zugang kriegt, einen Administrator. Jeder Patient und jede Betreuungsperson bekommt einen 13-stelligen Code und über diesen Code kann sie dann in den Fragebogen einsteigen und je nach gewählter Sprache den Fragebogen ausfüllen. Und bezüglich der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, wie haben Sie die Daten abgesichert?
Also generell ist es bei uns so, die Daten liegen in Österreich auf einem Server. Wir haben aber verarbeiten keine direkten sensiblen Daten, was bei uns natürlich sehr gut ist, weil wir halt dann weniger generell mit der Datenschutzverordnung zu tun haben und generell selber keinen Datenschutzofficer quasi im Unternehmen brauchen. Dadurch, dass die Daten bei uns die Agenturen quasi selbst generieren und die Daten der Agentur gehören, ist die Agentur, also unser Kunde, dann verantwortlich, wie sie die Daten weiterverarbeiten und so weiter. Und wir dürfen eigentlich auf die Daten nicht zugreifen oder diese weiterverkaufen.